So, jetzt. Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen. Und da liegt ein Kugelschreiber rum. Zum dritten, vierten Part von Let's Play Daisy. Und da hinten ist ein Spieler, Alter, den schnapp ich mir. Hallöchen, Freunde. Ja, und da hinten ist der Spieler, ich schnapp mir den. Wenn ich ihn, vielleicht bekomme ich den. Ja, echt. Hey, Alter, wo ist der? Das ist ein, ich nehme erstmal die ganze Zeit über die Axt. Ja. Weiß oh, nicht. Junge. Wo hat er sich denn hin verzogen? Ja, hier sieht es jetzt irgendwie anders aus. Nach vorne müsste eigentlich so. Ah, nee, doch, sieht gleich aus. Luke, ich schau schon wieder nach Richtung irgendwelche Zombie. Ich hau die ganze Zeit auf den Spieler hier ein. Womit? Mit was wohl? Mit einem Baseballschläger, aber der stirbt nicht, oder? Der joint jetzt gerade weg von Server und setzt sich deswegen hin. Alter, schlägt ein Zombie, aber der ist zu weit weg. Scheiße, der ist vom Server weggejoint. Ich glaube, der Zombie kommt gerade hergelaufen. Entweder das oder er ist auf einen anderen Spieler geil. Schade eigentlich. Naja, vielleicht war er noch nicht in der Feuerwehrwache, sieht aber so aus. Der kleine Penner. Da liegt auf jeden Fall ein Schraubenschlüssel. Wow. Ja. Junge, dieser scheiß Fliegen. Ey, ich dachte, hier liegt was zu essen, aber nein, ein Tape. So, da kommt der Zombie. Na komm, mein Bitschikus. Na komm. Alter, halt die Klappe. Und dann wir ein bisschen Spaß haben. Ein Kitchen Knife. Oh, Junge. Wie geil. Wie geil war das denn? Was ist passiert? Der Zombie kommt da so auf dem zu, ich stehe da so die ganze Zeit über, warte, während der langsam auf mich zukommt. Wenn er vor dem steht, schlage ich dem erstmal so in den Kopf rein. Und er kippt dann auch sofort rum. Boah, Junge, der Typ hat hier die ganze Stadt leer gelootet, der kleine Hurensohn. Töte ihn. Ja, Junge, der ist gerade vom Server weggejoint. Dann warte, bis der er wieder Hure. Da ist, töte ihn dann. Ja, warte, vielleicht kommt der heute nicht mehr online, was weiß ich denn. Ja, dann warte halt mal ein bisschen. Oh, eine frische Kiwi! Was ist Scheiße, Alter? Ich hab mir viel erhofft in Elektro, aber nein, da muss irgend so ein kleiner Hurensohn kommen und mir alles wegluten. Junge, ich hab eine frische Banane und eine frische Kiwi. Endgeil. Und ich hab Hunger. Tja. Nichts, tja, halt die Fresse. Junge. Junge, was? Ich nehme mal diese Junge, in Elektro-Titte habe ich so viel gefunden, nur jetzt auf einmal nicht. Junge, hör auf mit dem Scheiß hör auf mit Elektro-Titte. Ich hab ne Pfanne in der Hand. Oh, der Dave hat ne Pfanne in der Hand. Ja, und was für ein Buch haben wir da? Zimbabwe. Boah, da ist ein Bandana, Alter. Normalerweise müsste ich mir das jetzt ernsthaft anziehen. Mach. Nein, mach ich nicht. Ey, mein Cowboy-Hut ist noch mal geiler. Obwohl, so sehe ich aus wie so ein Rebell, aber nee, mein Cowboy-Hut. Oh, ich hab einen Snap-Loader. Für nur Sniper. Wow, hab ich auch schon voll viele von gehabt. Ja. Alter, ich muss was zu essen finden, verdammte Hacke. Ist klar, hattest du viele von gehabt, ja. Ja, nicht für einen Sniper, aber für eine Pumpgun 2 Stück und einen für eine M16. Obwohl doch auch einen für einen Sniper. Ich probiere mal was aus. Ey, schade. Ich gehe mal zum Hospital, wenn ich da nicht gerade schon drin war. Ich weiß ja nicht, irgendwie habe ich das Hospital anders in Erinnerung gehabt. Ja, ja, hier auch, gerade als ich neu dazugejoint bin, wieder da auf dem Server, sah hier alles so ein bisschen anders aus. Jawohl, da haben wir noch eine Nutta-Cola. Also hier ist das Hospital. Ich esse mal eine Banane. Nee, hier war die Banane hebe ich mir auf. Ich esse nee, hier war ich noch nicht drin im Hospital. Hoffentlich war der Typ nicht gerade hier und hat alles weggelootet. Sieht aber nicht so aus, hier liegen jedenfalls noch Sachen. Ein T-Shirt, das kann ich in Rags umwandeln. Das war meine leckere Kiwi. Mamma. Sehr schön. Oh. Da hinten sind die ganzen großen Häuser. Alter, ich hab schon 6 Rags, sehr geil. Gut.
Ich würde aber mal gern was zu essen finden. Das ist wesentlich wichtiger gerade. Ich hätte ja eigentlich einen Screwdriver gefunden und eine Spritze, aber... Hauptsache läuft da so ein dicker... Der Server muss hier abkacken. Was liegt denn da? Hauptsache, wie Endgame das aussehen muss, läuft da so ein Typ mit einer dicken Jacke, einem Motorradhelm und so einer richtig großen, badassigen Feuerarzt. Oh, no, eine Bandage, Straße. Sehr schön. Jawohl, hier ist ein Brunnen. Ich war auch gerade schon am Brunnen süppeln. Ich hydrate mich jetzt erstmal. Ich gehe jetzt eine Etage höher, vielleicht finde ich hier irgendwas Schönes. So, hydrated, aber noch hungry. Alter, hier liegen mega viele T-Shirts. Ich kann die alle in Racks umwandeln. Ah. Junge, wie viel Wasser ich trinke. Das ist sehr gesund, ne? Der Defi, der nimmt mega viel Platz weg. Fällt mir gerade mal so auf. Jetzt ist doch mal. Mein Gott, was ist denn mit dem Scheiß hier los? Der will nichts essen. Alter, ohne Scheiß. Du wenigstens kannst du essen. Ich finde nichts. Bitte, jetzt isst der mal. Sehr gesund, wenn man nichts essen will. Fuck. Ich finde nix. Klar, mein Medikit, das finde ich. Schade nur, dass ich so einen Mini-Rucksack habe, verdammte Scheiße. Was ist denn da drinne? Junge, toll. Ich hab 3 Nutter-Cola Classic. Da ist eine Spritze drin, die nehme ich mit, den Rest brauche ich eigentlich nicht wirklich. Ich hab 3 Nutter-Cola Classic. Nutter-Cola. 3. Ja, wow, und ich hab gar nichts. Oh. Du hast mir alles gegeben. Ballert, Bruder. Alter, renn doch da hoch. Du Spastiker. Junge, wie wir uns die ganze Zeit am Aufregen sind. Oh, ist hier vielleicht irgendwas drin? Nein, Alter, in den ganzen vielversprechenden Gebäuden ist gar nichts. Ja, und dann in solchen Mini-Häusern ist alles drin. Knarre, alles. Komm, du hast eine Knarre in dem scheiß Gebäude gefunden, wo ich jetzt gerade bin. Ich weiß. Deswegen dachte ich auch, das wäre ein bisschen vielversprechend, aber am Arsch. Jetzt laufe ich mal hier rein. Alter, ich will nur was zu essen, dann bin ich schon glücklich. Eigentlich müsstest du ja im Krankenhaus bleiben. Basie habe ich immerhin gefunden. Boah, hier ist so eine Pilotenmütze, Alter. Aber ich glaube, ich behalte lieber meinen Cowboy-Hut. Eigentlich müsstest du ja im Krankenhaus bleiben, ne? Warum? Weil es ein Ort ist, wo man kranke Menschen hinbringt. Ah. Warte. Oh, jetzt kommt wieder der Inset-Button. Ja, warte. Warte, wir müssen das Gespräch gleich wiederholen. Okay, sag nur mal, eigentlich müsstest du ja dort bleiben. Warum? Weil man dort kranke Menschen aufbewahrt. Junge! Das musste sein mit Instant Button. Ja, ein bisschen. Komm, wir spielen ein bisschen. Lass mal gleich russisches Roulette mit der Tankstelle spielen. Wir gehen abwechselnd immer zu den Kanistern und schlagen abwechselnd drauf. Boah, ich hab was zu trinken gefunden, das sauf ich jetzt. Hast du gehört? Ja. So, ich bin jetzt in der Tankstelle. Jaha. Ja. Warte mal, was ich gefunden habe. Was hast du gefunden? Ich habe eine Shot. Hast du nicht? Doch. Hast du nicht? Doch. Wart mal ganz kurz, liebe Freunde. Junge, du immer mit deinem Warte mal ganz kurz. Du nimmst doch gerade noch auf, ne? Junge, ist klar. Der Typ hier macht schon wieder Pornos, ne? Junge, Klappe, meine Mutter war gerade im Zimmer. Geil. Kommt hier rein, um mir zu sagen, weil ich letztes Mal in der Schule krank war, dass ich meine Entschuldigung gleich selber schreiben soll. Geil. So, ich gehe jetzt nochmal in diese Restaurants hier rein. Ist das da hinten ein Spieler, Alter, oder Zombie? Überhaupt nichts. Zombie. Der Typ hat alles leer gelootet. Jawohl, Motorradhelm, den gönne ich mir jetzt aber wieder. Hey.
Hier liegt noch ein scheiß Bauarbeiterhelm rum. Oh ja. Was? Ich hab Kellogg's gefunden. Gut. Ist da auch irgendwie mal was von den Keller? Die sind leer. Leck mich doch in den Tisch. Geil. Darf doch nicht wahr sein, Junge. Oh, da ist einer gekommen, um mir guten Tag zu sagen. Na komm, ich will mal höflich sein. Komm zu Papi. Paper. Junge. Alter, war überall schon jemand drin gewesen. Dieser hessische Lutherkönig, Alter. Toll, ich bin Wichser. Tot. Vor der Nase hat er mir alles weggeschnappt. Du abgefuckter Sack. Leck mich doch an, der alle Pötzkes. Willst du wissen, was ich gefunden habe? Hier ist Gottes Hause. Oh, lasset uns beten. Junge, weißt du, was ich gefunden habe? Was? Ein Blue Banana Bandana. Oh, Banana Bandana, man. Das darf ich gerade nicht sagen. Habe ich gerade eben auch gefunden. Natürlich hast du das gefunden. Alter, alle sagen sie, ich habe es auch gefunden. Und dann, niemand hat es gefunden. Junge, das war noch unwitziger als das gerade eben mit dem Krankenhaus. Tja. Ich trinke jetzt erstmal eine... Was ist denn hier drin? Lotta Cola Classic. Junge, ganz ehrlich, ich finde hier jeden Scheiß. Ich finde sogar Steine, aber nichts zu essen. Ja, schöne Notta Cola in der Zombie-Apokalypse. Das haut rein. Notta Cola, jetzt neu im Rossmann. Schön. Kauft sie euch. Natürlich. Junge, ich habe jetzt schon zum dritten Mal eine fucking Batterie gefunden. Warum finde ich nichts zu essen? Warum findest du keine Taschenlampe? Am Arsch habe ich auch schon gefunden. Genau. Alter, hier ist gar nichts. Nada. Ist klar. Hauptsache, der Zombie steht am Ende der Straße. Ich gehe einen Schritt, der dreht sich um. Ah ne, hat sich gar nicht umgedreht. Junge. Alter, der Typ hat ernsthaft ganz Elektro auf den Kopf gestellt. Der Sack. Natürlich. Alter, scheiße. I feel hungry, ja, ist gut. Junge, du hast Hunger, iss mal was. Junge, ich komm gleich und hau dir einen auf die Fresse. Ja. Ich kann nichts essen, wenn ich nichts finde. Tja, was haben wir hier? Ich hab eine Karte gefunden. Bringt dir aber nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Sicher? Nö, bringt dir nichts. Aber die Folge ist jetzt auch zu Ende, meine lieben Freunde. Junge, band doch nicht immer die scheiß Folgen. Bis zum nächsten Mal in Let's Play. Band doch nicht immer die scheiß Folgen. Tschüss.